Hallo und guten Tag und so willkommen zu einem Info/Dankesag-Video. Heute muss ich euch schnell sagen und so, dass ich habe die 50 am Ende erreicht. Oder eigentlich schon 51, ja, ich bin zu spät dran. Aber egal. Erstmal muss ich sagen, danke, dass ihr mir, dass ich es ich kann nicht reden, ernsthaft. Egal, danke, dass ihr mich alle abonniert habt, die ihr mich abonniert habt und dieses Video nochmal seht und so. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass ich jemals 50 Abonnenten erreiche. Ich meine, das ist echt krass, dass ich echt 50 Abonnenten geschafft habe. Also, ja, danke daran. Und jetzt muss ich noch ein bisschen Hashtag Schleichwerbung raushauen, weil ohne ein paar tolle Menschen wäre das nicht möglich gewesen. Aber zuerst sage ich euch schnell, ich habe einen Zweitkanal namens Gummifrucht LP, wo ich ich weiß nicht wann, aber irgendwann werde ich da so Videospiel-Challenges hochladen, wie zum Beispiel Mega Man Bust Only oder Pokémon Nuzlocke vielleicht. Ich weiß noch nicht, was ich da wirklich hochladen werde, aber ich werde da was hochladen, also werden wir sehen, was daraus kommt. Dann möchte ich aber einen sehr guten Freund von mir verweisen, und zwar Henrik und Jonas, also kurz gesagt YouTube Best-Offs. Die beiden machen Best-Offs von verschiedensten YouTubern, ein Best-Off sogar von mir. Aber das war ein Best-of von einem Let's Play, das schon wieder auf privat ist, weil ich habe keinen Bock mehr auf Minecraft, wie gesagt. Na egal. Ein weiterer Best-of-Maker ist Paper Skillord. Er macht nicht wirklich viele Best-ofs, aber die er macht, da ist wirklich viel Arbeit drin. Zum Beispiel das letzte, was er gemacht hat, ist Best-of-Moments Curve Fever. Da bin ich auch dabei. Curve Fever ist the best game of all time. Ja, und so. Na egal, ein weiterer Freund, auf den ich verweisen möchte, ist Face2FaceMH, oder besser bekannt als Morki. Morki macht so, man kann nicht wirklich sagen, dass es Vlogs sind, aber er gibt halt seine Meinung zu manchen Themen ab und ja. Er hat noch einen Zweitkanal, der heißt Morki zockt unzensiert, wo er raged. Ja. Und von einem Morki zum anderen Morki kommt Manuel, also Zeiss Liveplay. Er macht auch Let's Plays und er macht auch Videos von Curve Fever, wo auch ich dabei bin. ein anderer Let's Player, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist Raki Plays, welcher Let's Plays von auch vielen verschiedenen Nintendo-Spielen macht, zum Beispiel Mario Kart oder Mario Galaxy. Und Natsufan ist auch ein Let's Player, der auch ganz gut ist und so. Und ja, schaut auch einmal bei mir vorbei. Und Rainbow Swagdash, er ist auch ein relativer Let's Player und er hängt gerade an einem RPG Maker Projekt dran. Und ja, ich würde sagen, schaut auch mal bei ihm vorbei und schaut, was dieses RPG Maker Dingens ist. Ja, ich würde sagen, das wär's mit diesem kleinen Info/Danke-Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, was ihr anklickt. Und nochmal danke an 50 oder 51 oder wie viele Abonnenten ich habe, wenn das Video hochkommt. Ich würde sagen, danke für die Abonnenten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!